So, Dalle, wir haben das Thema Wasser, Tag des Wassers. Und Wasser ist natürlich ein sehr wichtiges Element. Wir bestehen ja selber aus 70% Wasser und 75% unser Gehirn, unsere drei grauen Gehirnzellen. Es ist aber auch sehr wichtig, dass wir jede Menge Wasser trinken, um den Tag gut zu überstehen. Und ganz besonders kennen Sie das auch, wenn Sie zum Beispiel eine Operation hatten, länger krank waren, dass Sie den Drang haben, viel Wasser zu trinken. Das ist natürlich gut für den Stoffwechsel, für die Gesundheit und natürlich, dass Sie wieder fit werden und schnell auf die Beine kommen. Natürlich auch für Ihren Kreislauf. Aber wir haben natürlich das Problem meistens, dass wir nicht so viel Wasser trinken wollen. Es sieht nicht schön aus, es schmeckt nach nichts. Und jetzt haben wir die richtigen Elemente, um das Ganze richtig zu gestalten und Ihnen zu erleichtern, etwas für die Gesundheit zu tun. Ja, das deutsche Leitungswasser, also Trinkwassergesetz, ist ja sehr, sehr streng. Und dementsprechend können wir uns auch meistens darauf verlassen, dass das, was aus dem Wasser ankommt, auch trinkbar ist. Aber es gibt immer noch so kleine Risikofaktoren. Kalk, Chlor, es sind Rückstände von Schwermetallen und auch von Medikamenten drin. Und dann scheut man sich doch oftmals, das Leitungswasser direkt aus der Leitung zu nehmen und zu trinken. Gerade auch, wenn man Babynahrung damit zubereiten will. Oh, das ist sehr ein ganz wichtig. Heikles Thema. Aber hier haben wir jetzt ein kleines, günstiges Gerät, womit Sie das alles beheben können, weil das ist unser Tischwasserfilter. Und einfacher geht's nicht. Du siehst, hier oben füllen wir das Wasser rein, einfach unter den Wasserhahn heben und dann wird es automatisch durch diese Kartusche hier drin gefiltert. Und hier unten haben wir gefiltertes Wasser und das kommt dann hier frisch raus beim Ausschenken. Jetzt würde ich sagen, schenkt doch einfach mal Wasser ein, damit wir auch sehen, wie unkompliziert das geht. Ja. Und diese eine Kartusche, die wir hier drin haben zum Filtern, die hält übrigens 160 Liter lang, bevor ich sie wechseln muss. Also das ist wirklich unglaublich. Guck mal, einfach und schnell. Da du ja gerade unglaublich sagst, ich sehe auch gerade, wie atemberaubend schnell das geht. Es sieht auch noch schön aus. Das ist ein schönes Wasserspiel, hätte ich jetzt schon gesagt. Aber man sieht wirklich, wie dieser kleine Filter wirklich reinigt und arbeitet. Durch die kleinen Blasen sehen wir, es wird nicht einfach durchgeschüttet, weil jeder würde jetzt denken, oh, das schüttet ja einfach nur rein. Nein, Sie sehen wirklich, wie hier gearbeitet wird, wie in kurzer Zeit das Wasser gereinigt wird, nochmal gefiltert wird. Ja, jetzt habe ich frisches Wasser. Und das ist ja wichtig. Wasser, die Lebensgrundlage. Es gibt Milliarden von Planeten. Wo gibt's Wasser? Auf der Erde. Wo gibt's Leben ebenfalls auf der Erde. Und jetzt würde ich sagen, schenkt mir doch einfach mal von dem frisch gefilterten Leitungswasser ein. Und das verschönern wir jetzt noch ein bisschen. Da macht es auch Spaß, das zu trinken. Nicht ganz so viel. Warte, ich will ja noch ein bisschen was reinmachen. So, jetzt mache ich mir noch Zitronen rein. Dann mache ich mir noch ein bisschen Gras rein. Und damit schön kalt ist, mache ich mir jetzt auch noch Eiswürfel rein. Und dann habe ich meinen Sommerdrink schon fertig. Ich habe fast kein Geld dafür ausgegeben. So, Eiswürfel fehlen noch. Die machen wir jetzt mal rein. Da haben wir auch was. Da kommen wir gleich noch dazu. Einfach rein und Eiswürfel, komm. Ralf geht so. Wieder in die Vollen, aber so, dafür haben jetzt. Wir jetzt ein wunderbares gekühltes Wasser, was auch noch gesund ist und natürlich auch wieder unseren Stoffwechsel anregt, damit wir uns wunderbar wieder wohl und gesund fühlen. Ja, und man sagt ja immer, Wasser, oh, schmeckt nicht. Machen Sie es mal super, so. Machen Sie einfach eine Scheibe Zitrone rein, ein bisschen Minz, ein bisschen Eis, dann ist es der hervorragende und für mich beste Sommerdrink überhaupt. Kostet nichts und hält Sie fit. Und meine Mama sagt ja immer, für die Kinder und die Babys und natürlich auch für den Ehemann, nur das Beste und das Gesündeste. Wasser. Und mit ein bisschen Zitrone haben wir auch schon wieder mit einem C dabei. Gesund, natürlich und natürlich auch sieht das toll aus. Es sieht nicht nur toll aus, es schmeckt auch noch toll. Auch. Ganz super. Eben gefiltert für wenig Geld und dann kann ich auch gerne Babynahrung damit zubereiten, ohne irgendwelches schlechtes Gewissen haben zu müssen. Und das Ganze unter der Bestellnummer ganz schnell sichern unter NC 27 35 569. Sichern Sie sich gesundes Wasser aus Ihrer Leitung und das Ganze schnell mit einer Zitrone veredeln und schon haben Sie für wenig Geld Ihr Wasser gesorgt. Und jetzt haben wir ja schon das nächste. Du hast ja schon damit angefangen, das einzuschenken, gell? Ja, zwei wunderbare Gläser, weil wir sprechen hier vom Doppelpack. Und das sind doppelwandige Gläser. Und jetzt machen wir hier unsere Cola auch mal ein bisschen schöner. Machen da auch mal. Oh, du bist aber... Hier. Ja, komm, da will ich jetzt auch noch ein bisschen Glas und mache ein bisschen Eis noch rein. Und dann, guck mal, diese Doppelwand, die ist ja nicht nur praktisch, da kommen wir gleich dazu, sondern es sieht auch wirklich noch toll aus. Du bist ja schon wieder hier ein kleiner Barkeeper am Spielen. Ja, komm, unser Ralf ist völlig begeistert von diesen Gläsern, weil die natürlich auch so toll aussehen. Aber jetzt habe ich jetzt eine Doppelwand. Was habe ich davon jetzt persönlich auch privat? Nicht nur, dass es toll, das sieht ja wirklich toll und edel aus, spektakulär. Also man will ja oftmals zu Hause einfach was Besonderes seinen Gästen bieten. Das mache ich hier. Guck mal, durch diesen leichten optischen Knick, das sieht das aus, als würde jetzt das Getränk schwimmen. Aber zum Zweiten haben wir noch was Praktisches. Durch diese Doppelwand spüre ich das Glas innen nicht. Das heißt, ich
ich kann jetzt eiskalt machen, ich kriege keine kalten Hände. Mhm. Oder ich kann auch warme Getränke reinfüllen, weil diese Gläser sind tauglich bis 220 Grad. Also so heiß wird nichts getrunken. Und ich verbrenne mir dann die Hände nicht. Weil meistens ist es halt zu heiß und man kann den Kaffeebecher nicht trinken. Oder zum Beispiel, wenn Sie Milchkaffee machen, meine Mutter kann meistens das Milchglas nicht heben. Da könnte ich das jetzt einfach da... Glühwein, denkt nochmal dran, kochend heiß. Und hier kann ich sie heben oder auch schöne Getränke einfach anrichten, sodass es toll aussieht. Hier sehen wir jetzt nochmal diesen Schwebeeffekt, der durch diese Doppelverglasung hier gemacht wird. Und ich habe sowas schon mal gesehen, für ein Glas für 15 Euro. Und da habe ich gedacht, nee, das ist mir zu viel. Aber guck jetzt mal bei uns auf den Preis. Zwei Gläser für diesen unglaublich günstigen Preis, das ist für mich wirklich unglaublich. Und da muss man einfach ganz zuschlagen. Ganz schnell bestellen und sichern Sie sich die Gläser ganz schnell bei sich zu Hause unter der Bestellnummer. Ich darf einmal bei dir abgucken. Ja. Das sind die wunderbaren Designgläser, Doppelwandengläser, die NC2770. Und damit haben Sie sich nicht nur tolle Gläser geschaffen, sondern Sie haben dafür gesorgt, dass Sie sich nie wieder die Finger verbrennen oder erfrieren, wenn Sie ein eisgekühltes Getränk jetzt im Winter trinken. Und jetzt möchte ich aber auch noch wissen, wenn ich jetzt das Glas in die Mikrowelle stehe, das geht ja, das wäre ja nicht so dramatisch, so 30 Sekunden, das ist ja super mit das dem Glas. Geht natürlich, ne? Auch. Ist natürlich Hitze und Kälte beständig, bis minus 30 Grad. Ich kann sogar Eis drin frieren im Gefrierfach. Und ich habe hier eine Füllmenge von 380 Millilitern, also so die richtige Portion. Das ist ja schon ein richtiger Milchkaffee. Wenn Sie sich also quasi so einen schönen Latte Macchiato zu Hause selbst machen, füllen Sie sich das schön mit Milch und Espresso ist super gesorgt. Und ich habe auch gerade gesehen, es ist sogar spülmaschinenfest. Also das sind ja die wenigsten Gläser. Die Gläser sehen entweder toll aus, kann man aber nur mit der Hand spülen und sind dadurch sehr unpraktisch, besonders wenn Sie mehr Gäste haben. Und hier haben Sie Style und wunderbar, es ist so wunderbar verarbeitet und Sie können das Ganze auch noch ganz einfach in die Spülmaschine tun. Auch in den Backofen habe ich eben gelesen. Das heißt, es ist absolut hitzebeständig, mikrowellbeständig. Und jetzt haben wir noch den Bringer da drauf. Wir haben noch ein paar Bringer, wie man Wasser schön zubereiten kann. Gerade den perfekten Sommertrink. Jetzt gucken wir uns mal diese Karaffen an. Und die sind ultra leicht erstens mal. Und das ist einfach für Leute, die schon mal was vorrichten wollen. Denn mit 1,2 Litern haben wir hier jede Menge Volumen. Und guck mal, hier habe ich jetzt auch schon mal so ein bisschen Wasser vorbereitet mit Zutaten. Also ein Zitronenwasser, Limette mit drin. Und jetzt kann ich hier ohne Probleme öffnen. Schau mal, mit dem Druck, den wir jetzt gleich sehen. Und dann kann ich mir das rauslassen. Wunderbar ist. So ist es wieder geschlossen, ganz, ganz schnell. Und wenn ich jetzt hier aufdrehe, dann habe ich gleich sichtbar einen Filter mit drin. Das heißt, das, was ich unten drin habe, bleibt auch in der Karaffe drin. Da sehen Sie den Filter. Und ich schenke wirklich nur das wunderbare Zitronenwasser dann ein. Wie ich das jetzt gerade gesehen habe, hat er ja auch noch mal eine Öffnung. Das heißt, er hat ja einen Sinn. Der soll ja nicht einfach nur schön aussehen. Und wir haben ja hier bei Pearl TV nicht nur Sachen, die schön aussehen. Bei uns haben alle Sachen einen Sinn. Und dieser Sinn ist ja bestimmt sehr zauberhaft. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Diesen Stab, den fülle ich mit Wasser und dann lege ich ihn ins Gefrierfach und friere ihn vor. Das ist dann wie so ein Kühlaggregat, das ich hier jederzeit verwenden kann und dann einfach in der Karaffe, siehst du, jetzt rein ins Gefrierfach, das friert und dann mache ich es in die Karaffe und dann habe ich eisgekühlte Getränke, solange ich das möchte. Also perfekt. Ich bin gerade so überlegen, ist so, weil ich gerade das Problem hatte, ich hatte eine Feier und dann wollte ich die Getränke nicht kühl lagern, sondern einfach nur ein Glas kühl haben oder sagen wir so für die Gäste gerade. Und das habe ich ja da natürlich, erstmal ist es auch platzsparend, aber damit habe ich natürlich mein Wasser schön gekühlt, natürlich auch wieder eine wunderbare Facette reingesetzt. Aber Sie können natürlich auch Tee da reinsetzen oder gesunden Eistee, den Sie selber natürlich machen, nicht mit Zucker. Das ist ja wieder ungesund. Und vor allem, wenn ich jetzt viele Eiswürfel reinmache, ich habe jetzt hier ein Liter Füllvolumen, dann verwässert es irgendwann mal. Also wenn ich je nachdem andere Getränke habe, ein Tee mal, dann wird er zu dünn. Oder ich habe jetzt eben mal eine Cola oder ein Fanta drin. Das verwässert, weil die Eiswürfel irgendwann mal schmelzen. Mit diesem Eisaggregat hier in der Mitte, dann bleibt es kühl, aber es verwässert nicht. Wir schauen uns jetzt gerade mal diese Einschenkfunktion noch mal an. Guck mal, dann sehen wir genau, guck mal, hier jede Menge Früchte drin, aber das hier kommt eben das reine Wasser raus. Du hast recht, das ist wunderbar und ich bin auch richtig wieder umgehauen von diesem Grünen und dem Farbspiel und natürlich den Zweck, den es dahinter hat, dass wir hier ein gekühltes Getränk haben und nicht mehr unsere Getränke bewässern. Zum Beispiel können Sie sich vorstellen, wenn Sie so einen leckeren Tee sich machen mit natürlich gefiltertem Wasser, dann haben Sie nachher das Problem, dass es verwässert ist. Hier haben Sie nicht das Problem, es wird hier wunderbar gekühlt und wird nicht verwässert und Sie können es auch gut auf Partys mitnehmen. An Sommertagen, auf den Familienpicknicks oder weil Sie haben einen spontanen Grillabend oder natürlich mit ins Büro. Das geht natürlich auch. Überall und vor allem für die ganze Familie mit einem Liter Inhalt. Ganz
ganz schnell unter der NC3430569 haben Sie das bei sich gesichert. Und Sie sehen, wie unglaublich günstig das alles bei uns ist. Jetzt werden wir noch ein bisschen designmäßiger. Und das ist eine Karaffe, die mich absolut begeistert. Wir haben hier erstens mal 1,2 Liter Füllmenge. Und wir haben hier auch Glas. Ich klopfe mal drauf, dann hören wir das schön. Das ist echt Glas. Viele haben ja einfach Angst bei PET-Flaschen, dass auch wenn ich mal Kohlensäure reinfülle, dass sich die Weichmacher lösen. Das habe ich hier alles nicht. Jetzt gibst du mir mal voll. Komm, wir schenken mal vom Wasser ein. Und jetzt machen wir uns auch wieder so einen schönen Sommerdrink hier. Mach mal. Genau. Das ist ja natürlich schon gefiltertes Wasser. Das möchte ich noch mal betonen. Wir filtern hier unser Wasser alle. Deswegen sind wir auch alle mittlerweile richtig quick, viel gesund. Und unser Ralf ist hier natürlich wieder schön das Obst am Reinschneiden. So. Ach, das sieht wieder toll aus. Was hast du da jetzt reingetan? Ja, einfach noch ein bisschen Minzgras. Und jetzt machen wir uns noch ein paar Eiswürfel dazu. Guck mal, dann machen wir das schön. Mal mit deinen Eiswürfeln. Ich glaube, das ist das Ideale, dass du hier die Eiswürfelmaschine hast bei dir zu Hause. Jetzt guck mal, jetzt habe ich hier alles drin. Das wird Eis gekühlt. Und jetzt mache ich den Deckel drauf und verschließe es richtig so. Und das Schöne ist, jetzt ist es auch ultra verschlossen. Ich kann, können keine Fliegen reinkommen, nichts. Es wird gekühlt. Hier wird mein Zitronenwasser, mein Lieblings-Sommerdrink, hier zubereitet. Oder halt zieht durch, damit das Wasser noch ein bisschen mehr kriegt. Jetzt kommen wir aber zu dem Effekt. Es ist jetzt zu, aber guck mal, was passiert, wenn ich einschenke. Ja? Ich kann da... Siehst du? Das ist ja optimal. Da haben wir jetzt so ein Ventil drin. Das geht auf. Sie sehen es vielleicht, so ein Klappventil. Jetzt ist es wieder geschlossen und so geht es wieder auf. Also das kennt man... Also das kennt man ja meistens von den Thermoskannen schon, dass man meistens so einen Clips ist. Also das jetzt mit der Wasserkaraffe finde ich super. Aber wichtig ist auch, es kommen keine Tiere mehr rein. Weil meistens, wenn sie frischen Obst sich in ihr Wasser reinschneiden oder natürlich auch süße Getränke haben, die Fliegen sind ganz schnell in ihrem Wasser. Und die Bienen kommen, die Wespen. Es kommt nichts mehr rein, aber auch nichts raus von dem, was ich nicht will. Wir sehen es hier, kein Eiswürfel drin, kein Zitronen, kein Gras, sondern das reine Wasser, so wie ich es will, in der Temperatur, wenn ich hier vorgekühlt habe. Also perfekt. Perfekt. Ja. Was mir jetzt auch gerade einfällt, ist natürlich, es gibt ja jetzt natürlich auch zum Beispiel Eistee, der lose ist. Den tun Sie einfach hier rein und können dann das Wasser aufschütten. Und dann haben Sie meistens das Problem, wenn Sie brauchen ein Sieb, ein extra Sieb wieder. Und dann müssen Sie in die Küche rennen oder überhaupt erstmal kaufen so ein kleines Sieb, was diesen losen Tee wieder raussiebt. Und hier haben wir alles in ein. Das heißt, wenn Sie hier zum Beispiel frischen, aufgegossenen Zitronentee machen, was natürlich ja richtig lecker ist, das bleibt hier drin. Das fällt nicht ins Glas. Das heißt, Sie haben sogar ein Sieb gleich. Also und vor allem auch die hochwertigsten Materialien. Hier oben haben wir Edelstahl, hochwertig verarbeitet und natürlich Glas. Wir haben hier jetzt keinen Kunststoff, sondern das wirkt immer gleich anders, wenn ich Glas auf dem Tisch stehen habe. Und das ist so eine richtige Designer-Karaffe. Und für so kleines Geld, da muss man einfach zuschlagen. Es sieht toll aus und es bringt mir eben auch Freude. Weißt du, wenn Kinder sowas sehen, dann trinken sie auch viel lieber Wasser, weil das sieht ja jetzt mal interessant aus, das wollen sie probieren. Und da kriegt man auch mal Kinder dazu zum Wasser trinken. Was ja auch toll ist, sie können ja auch einfach bunte Eiswürfel reintun. Da sieht das auch wieder ganz toll aus. Aber wir haben noch was viel, viel Besseres. Das ist nämlich unser Stichwort. Ja, und zwar haben wir jetzt zwei Eiswürfelmaschinen für Sie. Und wir gehen mal zu der ersten. Und das ist so denkbar einfach. Und ich laufe jetzt einfach mal um dich rum. Hier sehen wir unsere erste. Guck mal, hier oben können wir die Eiswürfelgröße einstellen. Wir können die Small, Middle, Large, also klein, mittel oder groß für machen. Dich wieder groß. Und genau so wird es hergestellt. Innerhalb von 10 Minuten nach Anschalten sind hier die Eiswürfel fertig. Und dann muss ich nur noch hier mit dem Glas drunter hinten kurz anlehnen. Und dann hören wir schon, wie es transportiert wird. Und ich bleibe einfach so lange dran, wie ich Eiswürfel will. Drei, vier Stück. Und dann habe ich die Eiswürfel. Also richtig schnell und hygienisch. Und es sammelt sich natürlich jetzt nicht mit anderen Wasserstoffen. Ja. Es wird eigentlich wirklich gut hier oben in einen... Oh, ich gehe schon voraus. Das ist ja richtig gut. Das heißt, es ist sauber, es ist hygienisch und es ist schnell. Und per Knopfdruck Eiswürfel zu haben, wer will das Hygienisch nicht? Ist ein ganz wichtiger Stichwort, weil ich muss nicht mehr in die Eiswürfel reingreifen oder mit einer Schaufel rein, sondern einfach durch den Druck auf, sehen Sie, mit dem Glas auf diesen großen Knopf unten, dann kommen die Eiswürfel raus. Und zwar genau so viel, wie ich möchte. Und hier werden 8 Kilo am Tag Eis produziert, wenn ich das möchte. Und mit 8 Kilo, da kann ich mal richtig viele Getränke kühlen. Und siehst du das? Die sind auch hohl innen. Das ist für mich auch noch ein wichtiger Punkt, dass wir solche hohle Eiswürfel haben. Weil wenn du sie im Kühlschrank, im Gefrierfach machst, hast du oft diese quadratischen massiven. Da legst du 5 davon ins Glas, dann ist das Glas voll und es ist kein Platz mehr für Getränke. Ja, da hast du nur noch ein bisschen Volumen für eben deine Flüssigkeiten übrig. Aber durch dieses Loch ist das viel einfacher
gemacht. Hm? Aber was ich hier nochmal sagen möchte, es sieht ja wirklich aus wie eine Kaffeemaschine, aber hier ist ganz wunderbar getarnt. Hier, es ist keine Kaffeemaschine, es ist eine Eiswürfelmaschine. Mhm. Und Sie haben hier nicht das Problem, dass hier irgendjemand mit der Hand reinlangt bei einer Feier. Hier drücken Sie einfach ganz einfach auf die Tasten und nach der gewünschten Menge, wie du ja sagtest, klein, small, medium oder halt large, für viele Eiswürfel ist für alles gesorgt und es, man hört auch richtig, das hört sich toll an, wie die Eiswürfel entstehen und schön in das frische Wasserglas. Ich mach mein Wasser mal noch ein bisschen kühler. Da sehen Sie, wie die Eiswürfel rauskommen. Jetzt müssen Sie aufpassen, dass nicht zu viele rauskommen. Aber das können Sie jederzeit stoppen, indem Sie das Glas wieder wegmachen. Guck, und jetzt haben wir das Eis gekühlt. Eben genau so, wie ich es möchte. Und oftmals kommt ja überraschend Besuch. Und da hat man nicht genügend gekühlte Getränke zu Hause im Kühlschrank. Und auch keine Eiswürfel, weil man ja immer vergisst, irgendwelche Eiswürfel in sein Gefrierfach zu tun. Maschine anmachen. Innerhalb von 10 Minuten habe ich meine Eiswürfel. Und das ist denkbar einfach. Und gucken Sie mal, was Eiswürfelmaschinen kosten. Da werden Sie sehen, wie günstig wir heute sind. Was Sie noch brauchen, ist die Bestellnummer. Und die sagen wir Ihnen jetzt sofort. Ja, die NC3722 und die 569. Einfach bestellen und dann haben Sie nie mehr Probleme mit eiskalten, eisgekühlten Getränken, weil das Eis wird bei Ihnen ganz, ganz schnell produziert. Wir haben aber noch den großen Bruder davon da. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja noch eine zweite Maschine hier stehen, die noch stylischer aussieht, würde ich fast sagen. Aber es wirkt auch wieder wie eine wunderbare, elegante, hochwertige Kaffeemaschine. Aber nein, wir haben hier wieder das Brüderchen, sagtest du. Und der große Bruder. Haben wir jetzt noch ein paar andere Vorteile. Erstens mal, ich kann natürlich wieder die Eiswürfel rausholen. Machen wir jetzt gleich mal. Und jetzt haben wir aber nebendran, das sehen wir gleich deutlich, hier diese Düse. Und jetzt kommt was Wichtiges. Hier kann ich nämlich mit einem einfachen Knopfdruck meinen Kaltwasserspender aktivieren. Guck mal, hier oben steht Water, also Wasser. Und wenn ich hier jetzt drauf drücke, guck mal, dann kommt wieder mein frisches Wasser. Das heißt, wir haben wieder zwei Sachen mit einer Klatsche gekriegt hier. Das heißt, nicht nur gekühlte Getränke auf Knopfdruck, sondern das Wasser wird Ihnen auch gleich schon kalt geliefert. Mhm. Schön frisch gefiltertes Wasser ergänzt das Ganze natürlich. Und ich bin hier wieder begeistert. Wir können hier wieder Small und Large wählen. Ja, entweder lasse ich kleine Eiswürfel oder größere produzieren. Und die Menge, die bestimme ich einfach dadurch, wie groß, wie lang ich drauf drücke. Sie sehen, so wollen Sie 2 oder wollen Sie 20 Eiswürfel? Das bleibt Ihnen überlassen. Jetzt haben wir noch einen großen Vorteil. Ich habe hier auch wieder einen 1,8 Liter Wassertank drin, mit dem ich hier jederzeit natürlich Eiswürfel und Frischwasser rauslassen oder produzieren kann. Aber wir können diese Eiswürfelmaschine jetzt auch direkt an die Wasserversorgung anschließen. Da ist alles Montagematerial dabei. Und dann habe ich immer durchlaufend so viel Wasser, wie ich möchte. Einmal zur Eiswürfelproduktion oder zum anderen natürlich für unseren Wasserspender hier. Also ich finde, das macht das Ganze schon viel, viel praktischer, indem dass wir das Ganze ganz einfach direkt an die Wasserversorgung anschließen. Und dann haben wir nicht nur Eiswürfel per Knopfdruck, sondern das Wasser per Knopfdruck. Und es endet auch nicht, weil es direkt am Wasser angeschlossen ist. Und das unter der Bestellnummer NC3723569 ist das bald schon Ihr Eisspender und Wasserspender zu Hause in der Küche. Ja, und denken Sie dann, 1,5 Liter Wasser sollten Sie am Tag trinken. Und wenn die ein bisschen eisgekühlt sind, schön serviert in einer schönen Karaffe und dann auch noch vorher gefiltert durch unseren wunderbaren Filter, dann haben Sie alles richtig gemacht. Und das ist unser Thema des Tages heute. Wasser in allen Variationen. Die Grundlage eines jeden Lebens und auch Ihres. Und wenn Sie mal abends öfter mal über Kopfweh klagen, dann muss es nicht immer daran liegen, dass Sie Migräne oder sonst was haben. Haben Sie vielleicht einfach nur zu wenig Wasser getrunken. Nehmen Sie ein bisschen mehr Wasser zu sich und Sie werden merken, die meisten Fälle von Kopfweh verschwinden dann von ganz allein. Aber wir haben natürlich noch einen anderen Vorteil. Wie oft fällt ein Kind hin und man braucht ganz schnell Eiswürfel? Hier per Knopfdrücke haben wir dann hier die Eiswürfel für die Wunde, wenn das Kind zum Beispiel gefallen ist. Oder Sie selber haben sich den Kopf gestoßen. Da haben wir keine Eiswürfel. Und dann nehmen meistens irgendwelche kalten Messer oder irgendwelches Fleisch aus dem Gefrierfach. Ja, hier nehmen wir die Eiswürfel. Ich mache es mir jetzt mal richtig kalt, meinen Sommerdrink. Unser Kaltwasserspender hier. Also Sie sehen, entweder Kaltwasser oder auch Eiswürfel. Hier perfekt. Und es sieht toll aus, wenn Sie so eine Hausbar haben. Oder auch mal auf der Terrasse das installieren. Es macht einfach einen super Eindruck bei Ihren Freunden, bei Ihren Bekannten, die zu Besuch kommen. Und Sie haben natürlich auch immer eisgekühlte Getränke. Und wenn ich das jetzt nicht in der Küche anschließe, dann, wenn ich das hier richtig sehe, habe ich hier oben quasi den Wassertank, gell? Da sehe ich, wie viel Eiswürfel schon produziert sind. 8 Kilo nochmal am Tag. Ah, hier und hier auch in der Seite fülle ich einfach das Wasser an. Ganz oder einfach. Gehe schön dann mit den Anschlussmöglichkeiten natürlich direkt
direkt an den Wasserhahn. Also mit Kaltwasserspender NC 3723 und die 569 und auch diese Eiswürfelmaschine und der Kaltwasserspender in einem zu einem unglaublich sensationellen Preis. Jetzt sind Sie dran, denken Sie immer dran, genug trinken, dann geht es Ihnen gut. Und per Knopfdruck geht das ganz leicht.